Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Simmerport bei Fabian LP. Ja, und es ist eher Fail Simmerport bei Fabian LP. Durch mehrere Dinge. Also einerseits die Bankreihe hier habe ich jetzt entfernt. Die wird gleich entfernt, die ist weg. So, habe ich nicht gemerkt, dass die vor der Tür steht. Gut, nee, aber das Ding war, ich war ja da oben nicht so ganz zufrieden. Hab dann etwas geplant heute Abend und die Woche sind keine Folgen gekommen, weil ich nicht dazu kam, weil es einige andere Dinge zu erledigen gab und ich auch ein paar spezielle Dinge am Planen bin und deshalb brauche ich da ein bisschen mehr Zeit. Aber jetzt habe ich da oben was geplant gehabt, hab vergessen gehabt, warum wir letztes Mal so eine Scheiße gebaut haben. Hab dann die ganze Lounge hier wieder quer dran gebaut, wollte es einzonen und was habe ich gemerkt? Sie muss 5 Blöcke breit sein. Ja, da muss man kein Genie sein, um darauf zu kommen. Ja, 40 Minuten Aufnahme für den Mülleimer. Gut. Also, dann würde ich gerne... Das Konzept ist jetzt folgendes, weil ich ja jetzt das zum zweiten Mal aufnehme und ich mir jetzt zum zweiten Mal ein Konzept überlegen musste. Das war jetzt das Ding. Wir gehen jetzt von hier nach oben. Ist da zwar ein bisschen blöd vielleicht... Aber, ja, ist halt so. Da drunter kann man übrigens noch eine Bank machen. So. Und da drüben gehen wir wieder runter. Dann haben wir nämlich dasselbe Muster, wie auf der anderen Seite. So. Es ist alles ein bisschen suboptimal, weil die Gebäudeplanung nicht ganz so gut ist hier. Aber wir bauen das jetzt mal so, wie es vielleicht sein könnte. Gut. Also, jetzt geht es auf der Seite hoch, da wieder runter und da haben wir dasselbe schon gehabt. Also, so wie gehabt eigentlich da. Dann kann ich die Planung von dem wegmachen. So, dann kommen wir zum nächsten. Dahinter kommt natürlich eine Wand. Gut. Jetzt würde ich hier rein. So, da fällt mir auf, da die Planung hat schon wieder einen Fail drin. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Was ist denn heute los? Und zwar... Mach mal bei der Planung was. 1, 2. Zwar da einen Strich und da einen Strich. So. Oder nee, wir machen das noch besser. Wir machen mal was. Etwas, was wir noch nie gehabt haben. Etwas Unglaubliches. So. Und dann das da weg. Gut. Also, jetzt würden wir da drin zum Beispiel die First Class Lounge machen. Da zwei Toiletten. Aber jetzt so, damit man da auch noch reinkommt, drumherum. Hier einen Gang. Da drüben natürlich das andere, also die Flugcrew-Lounge zum Beispiel. Toiletten da genau gleich wie da. Ist jetzt nicht so schwer, dass man das sieht. Und in der Mitte die große Spielhalle. Jawohl, das soll die große Spielhalle werden. Und ja, wir beginnen jetzt eins nach dem anderen hier umzusetzen. Als erstes würde ich dafür mal die Wände setzen. Dass ich jetzt mal genau weiß, wie das kommen soll. Also hier alles nachfahren. Es wäre natürlich praktisch, wenn dann bereits das Ganze verschwinden würde. Und dann versuchen wir das mit dem Clone-Tool mal rüber zu klonen. Vielleicht funktioniert das ja. Das ist schon wieder falsch übrigens. So, es muss hier sein. Eins weiter. So, sollen sie doch da mal ausbauen. Das ist falsch, das kommt weg. Und dann nehme ich da mal die ganze Zeichnung weg. So, dann haben wir nämlich einen schönen Zweierdurchgang hier. Und da sind es halt 3 Blöcke, aber dann sonst lohnt sich da die Toilette auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Gut, dann fügen wir da schon mal ein paar Türen hinzu hier. Und auch bei der Toilette würde ich sonst... hier eine machen. Soll ich hier eine Tür machen? Ja, komm. Wir haben mal eine andere Toilette. Die ist jetzt einfach mal ein bisschen anders. Die ist jetzt einfach so. Gut, dann einen geeigneten Fußboden. Und danach versuchen wir die zu klonen und auf der anderen Seite ebenfalls einzufügen. Denn vorher hat es funktioniert. Also, es müsste gehen. So, da haben sie was drum gebaut. Es sind eigentlich so viele Bauarbeiter da. Die sollten das eigentlich relativ schnell hinkriegen hier. So. Böden machen wir natürlich danach hier drüben und so.
Jetzt erstmal hier die Toilette. So, da oben ist fertig. Also. Dann, Komfort. Ich bin schon ganz durch. So. Dann mache ich hier mal an die Wand. Ein paar Toiletten. Ja. Kann man eigentlich voll machen. Und dann hier so ein paar Waschbecken. So. Zum Beispiel. Dann darf da natürlich auf jeden Fall. Ist wieder der einzige Ort, wo wir Mülleimer setzen können. Also das. Ne, da weg. Besser noch da und da. Einen Mülleimer und dann. Bei der Dekoration. Meine Lieblingspflanze hier in die Ecke und da rein. So. Das wäre Toilette Nummer 1. Und Toilette Nummer 2 hier unten. So. Vielleicht noch eines. Dann diese hier hin. So. Da an der Wand, da käme ja dann jetzt bereits der Mülleimer. Und danach die Pflanze. Und jetzt mache ich aber noch die Waschbecken hin. Mal schauen, wie viel Verwendung die finden. Das werden wir ja gleich sehen dann. So. Aber beim letzten Test wurden sie doch recht beansprucht. So ein Test meine ich jetzt die Aufnahme, die ich vorher gemacht habe. Die ich ja dann eliminieren musste. Gut. Deshalb habe ich auch gerade keine Nerven dafür. So. Hier ist eine Damentoilette. Und da unten, sobald es fertig gebaut ist, eine Herrentoilette. So, weil vorher kann ich das nicht wirklich gut einzonen hier. Da noch. Da, 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 da. So, und diese Pflanze da. Und dann sollte alles gut sein. So, wie können wir jetzt das klonen? Wir können hingehen, das markieren, aber ich kann nicht um die Ecke. Also das haben wir jetzt schon wieder sehr gescheit gemacht. Und jetzt kann ich hier drüben hingehen und das Ganze hier hinsetzen zum Beispiel. Nämlich so. Können wir da einmal setzen. Und er macht das. Und ich bin gespannt, ob er die Wände jetzt auch mitnimmt. Das ist spannend. Dann kann ich hier hingehen. Kann das da nehmen und hier rüber nehmen. Dann haben wir es exakt spiegelverkehrt, aber das habe ich vorhin nämlich sowieso absichtlich gemacht. Also das ist gar nicht schlecht. Was er nicht mitnimmt, ist die Zone. Herrentoilette müssen wir danach noch zuordnen. Und das sieht blöd aus da. Aber ich kann den da nicht an die Wand machen. Ja. Ja komm, lassen wir den da stehen. So. Kommen sie hier. Ich glaube, ich kann die Planung da abbrechen. Jawohl. Geht mit Wänden und Boden. Ihr seht. Also Böden sind auch mitgekommen. Das Einzige, was fehlt, ist die Zone. Wäre schön, wenn die auch noch gehen würde eigentlich. So. Und da in die Ecke. Da. Nicht da draußen. So, ich glaube, alles ist gebaut da unten. Dann kann ich hier sagen, Damentoilette hier und hier. Dann verbindet sich das. Und hier oben eine Herrentoilette. So. Der Busch ist schon mal da, aber noch nicht gebaut. So gesehen. So. Also das Layout, was ich vorhin aufgebaut habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Das hier gefällt mir aber auch, muss ich sagen. Also bis jetzt. Wir sind ja noch nicht. Man kann es ja noch nicht wirklich erkennen, was es genau ist. So, dann bauen wir mal hier drum herum. Einmal das. Würden dann einen Boden suchen. So einen blauen Teppich. Für die Spielhalle. So. Und für draußen brauchen wir dann auch noch einen Boden, der vielleicht mal. Oh, ich schaue mir mal den an. Machen wir da mal was. Dann sehen wir relativ schnell, ob der gut ist oder nicht. Ich würde dann auch noch Fensterscheiben hier hin machen. Dass man da schön rausschauen kann. So. Hier hinten sowieso. Da kann eigentlich rundherum Glas werden. So. Und da drüben ebenfalls.
So, gibt auch einen Bonus bei den Umweltpunkten. Ich weiß nicht, wie unser Flughafen da aktuell abschneidet. Geht so. Weil das ist immer am schwersten, die Zufriedenheit zu bekommen. Da. Oder ist aus meiner Erfahrung ist es am schwersten. So. Geht eigentlich. Ist so ein typischer Flurboden. Mal was anderes. Das war der, hä? So, jetzt ist das nur das Mühsame, den ganzen da noch reinzubekommen. So. Weil ja für einmal das Gebäude nicht rechteckig ist. Oder die Führung des Gebäudes. Ah, hier kann ich drüber ziehen. So. Hier auch. Da sowieso. So. Und dann ist es da auch schon gemacht. Dann können wir sehen, wie das Ganze aussieht. Für hier in der Mitte würden wir dann Glastüren verwenden wieder. Also so Schiebetüren. Einmal da an den Ecken. So. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir den einrichten. Was ist denn hier? Die Ecke ging wohl vergessen da. Boah, die Bauarbeiter hier, die da sind. Da läuft was natürlich. Da läuft ganz klar was. Ja, ich glaube, bei den Toiletten werden beide, die Eingänge sind gut zum Reingehen und die sind dann gut zum Rauskommen. Oder halt beides, wie man sieht. Und hier drüben genau umgekehrt natürlich. Gut. Jetzt würde ich ja hier die Spielezone schon mal ranmachen. So. Dann finden wir hier bei Deko, finden wir die einzelnen Kästen. Und jetzt könnten wir das so machen, dass wir den hier hin machen, dann hier kommt eine Pflanze hin, da den nächsten, immer mit drei Abstand. Mal schauen, ob es aufgeht. Geht perfekt auf, wie wenn ich das ausgerechnet hätte. So, auf dieser Seite dasselbe. So, dann kann man hier nämlich schön Deko dazwischen machen und so. Dann haben wir die breiten Kästen. Und die würde ich dann... die Frage... Hier ist die Mitte. Also hier auf diese Schiene. Es geht dann auch sehr gut auf. Ja, sonst auch mal in diesem Rhythmus. So platzieren. Vielleicht sogar ein paar mehr. Und hier oben diese dahin. So. Erstmal das Ganze so. Dann haben wir da bestimmt noch... irgendwas Dekoratives an der Hand. Sowas zum Beispiel. Dann gehen wir hier hin. Ne, ich wollte ja die Blumen dazwischen stellen. Ja, man könnte es auch an die Kästen ran, aber ich glaube, so ist besser. So. Einmal da. Auf der Seite würde ich da so ein paar Bänke hinmachen. Ja, oder sonst nur hier. Würde auch ein Vierer gehen. Ganz klar. Gut. Dann. Wir haben 1, 2, 3, 4. Würde ich sonst die wieder wegmachen. Tut mir leid. Blumen sind hier nicht erwünscht. Und würde dann. Ah, der geht nicht auf. Der ist auch ein Zweier. Dann müssten wir da mal für einmal die machen. Die dahin. So. Dass da ein bisschen Information fließt. Sagen wir es mal so. Da an die Seite zwei Mülleimer. Da geht's dann wieder. Seht ihr, das sieht sehr schön aus so. Da sieht das super aus. Das da zum Beispiel. Ein Geldautomat ist ja auch fast schon wie ein Glücksspiel. Wenn man es so sagt. Den könnten wir sonst noch hier unterbringen. Dass auch für die Masse noch was ist. Auch wenn hier im Gang auch noch, im Flur auch noch ein bisschen Platz dafür ist. Okay. Und dann hätten wir noch... Ja, auch hier ist jetzt halt blöd. Denn sonst hätte man zum Beispiel mal wieder diese große Pflanze hier platzieren können. Aber die geht ja nicht auf. Außer ich platziere sie hier und hier. So zum Beispiel. Oh, da kommen schon die ersten Kunden. Mal ein bisschen schneller machen. Ja, die sind da schon richtig am Gambeln. Das machen sie gut.
Es kostet sogar 4 Euro. 3 Euro. 3. 4. Wie sieht es eigentlich mit dem Treibstoff aus? Haben wir noch. Sehr gut. So. Und vielleicht würde ich da trotzdem nicht auf ein paar Mülleimer noch hier verzichten. So. Wie sieht das Ganze hier in der Infoansicht an? Gut eigentlich. Und vernetzt ist es auch. Die Toilette ebenfalls. Seht ihr hier? Da hinten eine Pflanze würde noch gut sein. Und ihr seht da der Effekt des Glases. Der ist recht gut. Die Frage ist natürlich, kann man da eine Pflanze hinstellen? Ja, geht tatsächlich. Okay. So. Die Pflanze hat auch eine der stärksten Effekte. Muss man auch sagen. Gut, da kann man mit dem Ergebnis hier schon mal zufrieden sein. So, jetzt würde ich doch hier mal diese... Wie ist die Abdeckung? Oh, sehr schlecht. Ah, hier ist viel besser. Dann stellen wir doch da mal solche Infos ran. Schön hier ran, wo man es gut sieht. Hier ist dann dafür ein bisschen schwerer, weil hier Türen und alles sind. Ja, hier ist wirklich schwerer. Und hier ist auch im Weg. Einziger Platz wäre hier, aber dann kann ich auch wieder... Gut, wenn ich hier eine große mache, dann deckt das alles ab. Dann mache ich besser... Und sowas ist auch irgendwie blöd. Besser da zwei kleine hin und hier drüben zwei kleine. So. Dafür könnten wir hier... Aber der geht eben nicht auf. Es gibt hier keine Mitte. Die Mitte ist nämlich hier. Dann mache ich da noch sowas. So. Und dann ist da wirklich die Information überall, außer in der Toilette. Aber da finde ich es jetzt nicht so notwendig. Und was wir halt auch können, sind dann noch die Speaker aufstellen. Die kommen ja noch. Man kann nicht alles aufeinander miteinander machen. So. Den festlichen Baum lassen wir mal weg. Der hat auch einen rechten Effektradius. Ihr seht halt da. Auf kleinem Raum ein sehr hoher Effekt. Auch der da. Oder der da. Der Baum hier. Eher größerer Radius. Und der Baum da. Ja, auch größerer Radius, aber wenig. Draußen ist sehr grün, übrigens. Also ihr seht, wir haben schon an vielen Orten dafür geschaut. Nicht an allen. Ne, leider nicht. So. Also, dann nehme ich doch da mal die hier. Einmal hier draußen hin. So. Und vielleicht hier noch einen hin. Ja, die Welt muss grün sein. Sonst geht's nicht. Sonst sind alle nicht zufrieden. Und hier würde ich dann auch noch... Ja, immer so zu den einzelnen Objekten hin. Und nee, weißt du was? Machen wir anders. Da stellen wir zuerst irgendwelche Automaten auf. Hier nämlich. Sowas. Und sowas. Lebensmittel. So. Braucht es noch was? Telefon, genau. Aber richtig herum, bitte. So. Und dann die Pflanzen. Dann sind die auch besser verteilt. Zeitung und so lasse ich jetzt mal weg. Ihr seht, dann ist die Abdeckung fast perfekt dann. Dann fehlt hier noch eine Pflanze. Also komm. Hier an der Ecke. Wir machen es ja für die Zufriedenheit hier. Ihr seht, die ist nicht gerade so hoch. Also Durst ist auch da, Hunger auch. Aber vor allem die Zufriedenheit da ist nicht gerade so hoch. Und das da bietet zum Beispiel die Chance, nebendran noch einen Mülleimer zu platzieren. Also nicht hier vor die Tür natürlich. Und da unten vielleicht ebenfalls. So. Und dann sollte da alles vorhanden sein, was da irgendwie sein sollte. Gut. Wieder in die normale Ansicht. Sonst wird es einem hier schlecht. In der nächsten Folge werden wir uns dann um die Lounges kümmern. Wir könnten ja schon mal den Boden dafür vorbereiten. So ein Holz wäre jetzt da all angebracht. Vielleicht das da. Und da drüben...
Das da. Mal schauen, welches schöner ist. Auf jeden Fall lasse ich das mal bauen. Und dann geht es dann auch schon bald mal in Richtung eines zweiten Terminals hier oben. Da müssten wir auch noch ein bisschen Land kaufen dazu. Und andere Dinge machen. Aber wir machen eins nach dem anderen. Und ich versuche auch eure Wünsche. Wir können sogar nach unten gehen, ja sogar. Da könnten wir noch eine starken Landebahn unterbringen. Hier über die Straße. Natürlich. Ich versuche auch eure Wünsche immer ein bisschen Acht zu geben. Das ist nur nicht immer möglich. Auch weil das Update kam, mussten wir einfach mal hier das neue Shop-System und so anschauen. Und uns ein bisschen auch auf das stürzen. Weil was Neues ist auch gleichzeitig sehr interessant für mich selbst. So. Nicht nur für euch. Ja, der Boden ist echt... Der ist unauffällig. Der da ist ein bisschen heller. Aber ist auch unauffällig gut. Okay. Treibstoff haben wir noch. Gut. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge in 2 Tagen. Bis dahin. Tschüss.